can't take it back, no. I've got so much left to say, but I'll take my words and walk away. Sehr gut, meine geliebten Freunde, und damit willkommen zur nächsten Aufnahmesession von Stardew Valley. Wir waren am regnerischen Tag wieder aufgewacht. Und ja, das hat uns natürlich sehr, sehr gefreut, denn natürlich ist Regen momentan für uns was ziemlich Positives, so viel Ernte, wie wir momentan draußen stehen haben. Ich habe natürlich jetzt direkt was reingeworfen, da ich ja Kohle gefunden habe. So, aber da der Tag noch kaum begonnen hat, würde ich sagen... Wenn wir einmal mal einen wirklich schönen Tag haben und dann ist direkt hier die Ernte draußen. Ich muss sowieso kurz noch in Spa gehen, da es leider, Fakt ist, dass unsere Energie nicht komplett aufgeladen war oder wurde über Nacht. So, das wollte ich eigentlich. Gut, hier hinten haben wir... Cross, der hat. Der hat keine. Okay. Wie sieht's bei dir hier drüben aus? Eine. Okay. Und du? Gar keine. Okay. Ist aber gut, dass ihr das so schön aktiv macht, Digga. Finde ich sehr schön. Mal kurz, die Dinger kann ich ja eigentlich wieder hier zurücklegen. Rein damit, weil die werde ich heute nicht verkaufen, die werde ich morgen verkaufen. Heute werde ich mich wirklich lediglich in die Mine begeben und dann halt abends nochmal in den Saloon gehen. Ups, ich habe gerade ein bisschen Schluck auf. In den Saloon gehen und ja, mit Halley und Lea vor allem reden. Sehr schön. Was zu essen für mich, das ist immer schön. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. Weil in der Mine braucht man oftmals Nahrung. Das ist nun mal leider so. Gut, und dann würde ich sagen, ab in die Mine, ne? Eisen holen, Kohle holen. Kupfer holen, je nachdem, ob sich's anbietet. Und ja, wir brauchen natürlich sehr, sehr viel für neue Sprinkleranlagen. Bestenfalls hätte ich sau viel Kohle und würde es vielleicht sogar auf die Goldebene runterschaffen. Das wahrscheinlich nicht heute, sehr wahrscheinlich sogar nicht. Ich bezweifle es mal sehr, sehr stark. Ich gehe erst nachher ins Bar, wenn ich dann energietechnisch down bin, dann wieder reingehen nachher. Ich werde wahrscheinlich heute zwei Durchgänge machen können. So, aber Gold wäre momentan sehr wichtig für die etwas stärkeren Sachen, ne? Damit ich gegebenenfalls auch die anderen Sprengelanlagen kaufen könnte. Die wären ziemlich cool. Ich bin gerade sau schnell hier unten, habe ich das Gefühl. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist der Speed wieder weg. Naja. War wohl nur kurzzeitig. Und scheinbar ist hier auch nicht überall was drin. Ach scheiße, ich hab auf der... Hier kommt Hardwood raus. Ja, der... Keine Angst vor dir. Du solltest wohl eher Angst vor mir haben. Sehr schön. So muss das. So, und runter direkt. Zum Glück haben wir jetzt so viel Platz im Inventar. Weil das wird nicht wenig Sachen geben hier unten. Diesmal nicht. Wir werden, wie gesagt, eine Weile lang hier unten bleiben. Da wir einiges zu erledigen haben. Am besten würde ich wirklich noch in diesem Durchlauf auf 45 runter. Wir sind jetzt auf 43. Da geht es direkt weiter auf 44. Wäre sehr schön, wenn wir die 45 erreichen würden. Dann hätten wir schon wieder den nächsten Checkpoint. Da können wir eigentlich schon fast die 50 in Angriff nehmen. Das ist eigentlich sehr stark. Und ich kriege hier gerade sau wenig Eisen raus. Schon wieder, was ist denn hier los? Junge. Eines pro Erz, das ist ja sau wenig. Ah,
kurz die hier mitnehmen noch. Dann könnte ich eigentlich schon fast wieder die Mine verlassen, Alter. Was laber ich jetzt wieder? Nein, aber da kann ich schon fast wieder die Mine verlassen und ins Spa gehen. Das ist ja eine schöne Sache eigentlich. Also mich freut sowas. Oh nein, ich bin eingeschleimt. Das ist unfair, die kommen von beiden Seiten, Mann. So. Gut. Hier nochmal. Dop, dop, dop. Alter, wie wenig Eisen kriegen wir denn eigentlich raus? Das ist unfassbar. So. Ich bin da nicht so happy mit gerade. Egal, wir sind jetzt bald bei 45 unten. Werf kurz mal den hier rein. Jupp. Spicy Berry. Bringt uns wieder was. Auf beide Seiten natürlich. Boah, das ist auch gut. So, aber langsam brauche ich ein Dui. Die sind viel zu easy zu töten. Aber die können halt Kohle droppen. Das ist das Coole. Der hat das Gelbe jetzt hiervon noch gedroppt. Geil. In diesen Rollen. Ich gehe auch noch hier drüben, weil wie gesagt, die können Kohle droppen. Das ist eigentlich sehr stark. Ich finde das ziemlich nice persönlich. Ups. Falsche Richtung gedreht. Alter, warum dreht der nicht in die richtige Richtung? Das verstehe ich gerade nicht. Mich schon wieder eingeschleimt, ich glaub's ja nicht. So. Wir haben 2 Kohle gekriegt. Sehr schön. Tausche ich mal hier oben, weil dann sehe ich das immer, wie viel ich habe. Und jetzt gehen wir ab in die 45. Ne? Haben wir den nächsten Checkpoint wieder. Sehr schön. Das Kampfsystem hier ist natürlich sehr cool aufgebaut, weil das sehr schön zum Spiel passt auch. Ist aber nicht so meins, also ich bin bei solchen Kampfsystemen nicht unbedingt am besten. So halt Click and Hit oder wie nennt man das? Nochmal Kohle, sehr schön. Brauche ich sehr viel von. Nochmal? Nee, das war keine Kohle. Irgendwas habe ich aber eingesammelt. Zumindest hörte es sich so an. Ein kleines Biest. Ich werde auch bald wieder die Höhle verlassen. Wie gesagt, energietechnisch bin ich gerade wieder sehr tief. Da gehe ich gleich mal weiter runter. Ich kann ja jederzeit fliehen im Prinzip, wenn es mal knapp wird. Da ist eine Fledermaus, aber von denen habe ich eigentlich nicht groß Angst. Können nämlich nicht so viel. Oh oh. Aber jetzt nur noch Fledermäuse, das ist gut. Sogar jetzt nur noch eine. Sehr schön. So muss das. Ich werde jetzt noch die restliche Energie hiermit vergeuden. Dann kriege ich noch ein paar Steine und vielleicht ein bisschen Kohle. Das wäre super. Und dann, sobald ich wieder low bin, energietechnisch, gehe ich ins Spa rüber. Und von da aus kann ich dann auch gleich weiter. Komme ich wieder zurück und vielleicht knacken wir heute die 50. Ich weiß nicht. Das ist ziemlich schön. Auf 50 runter zu sein, ne? Besten wäre es natürlich, wenn wir bald möglichst auf die 80 kommen, um Gold zu sammeln.
Moment natürlich sehr schön. Dings, das Iridium brauchen wir momentan ja noch nicht. Das heißt, so tief muss ich momentan auch gar noch nicht gehen. So. Was hätten wir jetzt dann? Wieder eine Kohle. Sehr schön. 5 Stück haben wir jetzt hiervon. Das reicht insgesamt also für 3 Sprengler, wenn ich die eine Kohle dazu zähle, die ich noch zu Hause habe. Das ist sehr schön. 3 Dings Sprengler. Ja. Damit kann ich vorerst leben. Damit kann ich vorerst lieb nehmen. So, vielleicht gehe ich mir aber auch noch Golddings kaufen. Sollte das nämlich der Fall sein, so könnte ich auch gegebenenfalls natürlich mich dafür beschränken, dass ich auch erstmal das Gold mache und dann halt so einen Ofen mache, wo man dann auch Kohle machen kann. Das wäre für mich dann deutlich angenehmer. Ich glaube, das mache ich sogar. Die Frage stellt sich halt, wie viel kostet so ein Gold Nugget oder wie die heißen. Das ist eine Wichtigkeit hoch 10. Das zu wissen. So. Und jetzt 5 Uhr nachmittags, das geht momentan noch vollkommen in Ordnung. Wir müssen aber auch bald wieder nach Hause. Und morgen muss dann auch wieder gegossen werden. Dann kann wahrscheinlich nicht mehr so krass in der Mine geradet werden. Nehme ich jetzt mal an. Da wird es dann, ne, bisschen anders laufen. Wird der Hase anders einhergehen. So. Oh. Angenehm, kurz gießen. Das hier geht ja übel viel schneller ab als das hier. Aber wäre es umgekehrt fast praktischer. Für mich zumindest. So, komm, mach schneller. Oh, ich will wieder runter in die Mine gehen. So, wir sind jetzt fast wieder im grünen Bereich. Das ist sehr schön. Es wird langsam wieder grüner. So. Okay, wir sind wieder voll. Perfekt. Dann gehen wir wieder runter in die Mine. Wir haben zwar schon 6 Uhr nachmittags, das passt aber super noch, um bis 12 Uhr unten zu bleiben und dann nach Hause zu gehen. Das Problem, ich weiß nicht, wenn ich erst um 12 Uhr nach Hause gehe, dann kriege ich halt nicht die ganze Energie zurückerstattet. Das ist halt so, so eine Sache, die mir nicht so gut gefällt jetzt. Ich weiß nicht, was ich hiervon so halten soll. Wäre halt schon praktischer, wenn ich endlich ein Pferd hätte. Kann ich mir dann wahrscheinlich auf Ende Sommer hinholen. Damit spare ich dann sau viel Zeit. Und ich glaube, ich bleibe nur bis 11 Uhr unten. Das sind halt trotzdem noch 4 Stunden. Reicht zwar jetzt nicht, um bis um 50 oder bis zum 50. Stockwerk runter zu gehen, aber YOLO. Das reicht auf jeden Fall für was. So, und das nächste, was ich mir kaufe, ist wie gesagt der Pferdestall. Das wäre schon mal beschlossen soweit. Kostet halt einfach einiges, aber kannst du es wagen, mich einfach anzugreifen? Ha! Geil! Das ist schön. So. Mal hier schön abbauen. Lalalala. Vielleicht ist irgendwo noch ein kostenloser Durchgang. Ich weiß es nicht. Wäre ziemlich schön. Nee, hier nicht. Baue ich halt ein bisschen ab. Aufpassen, dass ich nicht so nah der Fledermaus komme, sonst erwacht die aus ihrem Gesundheitsschlaf. Ist zwar nicht so schlimm, weil wie gesagt, Fledermäuse sind nicht die stärksten Wesen auf dieser Welt. Die werden nachher noch deutlich stärker und generell kommen nachher noch stärkere Viecher. Aber momentan sind die echt schwach. Aber trotzdem, ich will nicht unnötig fighten eigentlich. Das, ne. Auch damit ihr da Bescheid wisst. Durch. So. Komm, also langsam wäre es nicht schlecht, wenn ich sich hier wieder ein Tor nach unten öffnet. Wenn wir noch die 50 holen wollen. Naja, egal. Ich habe 8 Kohle. Das ist sehr schön. 8 Stück. Das reicht dann insgesamt für 4 von diesen Sprenkelanlagen. Wenn ich noch eins finde, dann sogar für 5. Das wäre auch schon mal was.
Also damit könnte ich schon ganz gut leben. Ach, guck mal, da ist ja sogar ein kostenloser Durchgang. Habe ich mich getäuscht. Ach, scheiß drauf. Geh runter. Oh, hier ist Musik. Sehr schön. Du wirst gerackt, Kleiner. Klein. Und der hat mich sogar noch slowen können. Achso, hier ist Dings, ja. Logisch geht es nicht. Es war so klar, dass der gerade den Springangriff macht, wenn ich das Ding abgebaut habe. So eine asoziale Scheiße hier. Das Grüne! Nice! Oh oh. Den Kristall wollte ich eigentlich nicht zerbrechen. Dadurch können jetzt andere auch noch kommen. So. Aber jetzt haben wir das Grüne, das Gelbe und das Blaue. Insgesamt fehlt noch das Rote. Und gibt es noch mehr? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es gibt nur 4, ne? Mal kurz, welches ist das Grüne? Grüne ist 2. 3 und 4 haben wir somit. Ja, 48. Das ist schon immens tief. Fehlen noch 2 Leitern und dann kann es im Prinzip abgehen, dass wir uns dann wirklich auf der 50 befinden. Alter, hier sind zu viele Kristalle. Das ist ein bisschen schlecht, finde ich. Hehehe, hab dich getrollt. Mach mal. Vertracken, Alter, du kleine Biester. Suppe. So. Das hier noch nehmen. Ich würde schon ganz gerne noch den Durchgang. Ah, perfekt. Ich würde ganz gerne noch auf die 50 runter. Wir sind jetzt nämlich bereits bei 49. Heißt, selbst wenn wir jetzt sterben, 9 minus, sind wir immer noch auf der gewollten 40. Heißt, dann haben wir immer noch nicht groß was verloren. Oh, jetzt wird es nämlich saugefährlich, sowieso. Keinen Lärm machen. Absolut gar keinen. Weg hier von den Kristallen. Oh oh. Jetzt kommen sie alle, weil ich Lärm gemacht habe. 4 Stück. Alter, wow. Das wird close. 3 Stück. 2 ich noch. Eine. Boah, das hätten die nicht erwartet von mir. Ich bin auf der 50 unten, Leute. Und was ist das? Neue Boots. Geil. Bin ich damit jetzt... Ich glaube, damit bin ich jetzt schneller, ne? So. Schnell nach Hause, damit ich möglichst viel raggen kann über Nacht. Wobei, ich habe jetzt eine andere Idee, was ich auch machen kann. Mit den neuen Schuhen ist das generell so eine Sache. Was machen die nämlich? 2 Defense und 1 Immunity. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Wir haben doch noch einiges erreicht in der heutigen Höhlentour. Da bin ich auf jeden Fall mega erstaunt drüber. Ich gehe jetzt aber erstmal hier ins Bar noch kurz. Am Abend. Um dann, wenn ich nach Hause gehe, wirklich auch mehr oder weniger full zu sein. Ich muss nicht ganz full sein, aber halt mehr oder weniger, weil ich kann nicht ganz ranken. Und das ist halt so eine Sache. Ich will halt schon, morgen wieder voll sein, damit ich dann auch direkt alles gießen kann. Sonst muss ich den ganzen Weg hier nach oben laufen. Das ist auch blöd. Ich meine, klar, es wird zeitlich jetzt sauknapp. Also ich bin gerade echt am Überlegen, ob das überhaupt noch reicht oder ob ich jetzt sterbe deswegen. Das wäre natürlich an sich ziemlich doof. Komm, schneller, schneller, schneller.